So, die Mannschaft versammelt sich. Auf geht's nach Hamburg. Hamburg gegen Hamburg-Barmbek. Zum ersten Spiel und dann ausgerechnet gegen den designierten Aufsteiger in die dritte Liga. Naja, was soll's. Anfangen müssen wir ja irgendwann. Den musst du auch mit Handschuhen bearbeiten. Mit Socken. Und da durch? Dann hast du ein billiger Handschuh gehabt. Oder Stoffhandschuhe. Nach ein Dreiviertelstundenfahrt sind wir in Hamburg gelandet. Und hier sind wir vor der Halle. 2 Stunden vorher Zeit. In Heide, ein Mengchen, kaltes Wetter und hier haben wir bestes Wetter. Na gut, gehen wir das Abenteuer an. Wir müssen leider sitzen. So habe ich das gerne. Konzentration vor dem Spiel. In einer HSV-Kneipe. Was ist denn nun los? Das Saft hier gibt's nicht mehr. Ach. Also, das ist fast leer gesoffen. Der Chef gibt eine Runde aus. Das war zu einfach.
Dankeschön. Ja, nur noch 7 Tore. Es ist einfach so. Die gegnerische Mannschaft ist einfach ein Überlegen, muss man so sehen. Im Moment finden wir auch gar keinen Spielzug da. Aber hier geht es darum, dass die Mannschaft ordentlich und sauber ihren Weg geht. Und hier muss die Abwehr aggressiver werden, meines Erachtens. Die in Bitte steht auf. Sie müssen früher rausgehen. Sie dürfen den Gegner nicht das Spiel haben. Oh, das war natürlich ein geiler Schuss. Es ist wie erwartet. Sie sind einfach zu stark. Oh nee, und dann kommen diese Würfe auch noch dazu. Es ist wirklich ätzend. Der Unterschied wäre auch dem Ergebnis gerecht eigentlich. Barmbek spielt einen guten Handball. Gut eingestellt und auch viele Kreationen. Und nun ist auch noch Lasse ausgefallen. Oh. Es geht dem Ende entgegen. Barmbek führt mit 29,90. Fans geben nicht auf. Und das
Ergebnis sagt was anderes. Männer, es war toll, dass ihr nicht aufgegeben habt. Bisschen hoch. Die haben einen guten Handball gespielt. Ist einfach anerkennenswert. Aber ihr habt nicht aufgegeben und das war entscheidend. Das ist richtig, ja. Absolut. Das ist absolut schade, entscheidend. Schade, dass es über 10 geworden ist. Ja, gut, es ist so. Ja. Die waren einfach zu gut. Und dann waren noch zu viele Würfe. Ja. Ah. Ja. 24 Gegentore ist auch okay. 24 Tore ist in Ordnung. Ja, wir waren aber auf 30 gestellt. Ja. Wir haben bloß nach der Pause gleich 0-4 Lauf gehabt. Ja. Das Spiel ist vorbei. Und wir lassen den Nachmittag auskriegen. Also, bis zum nächsten Spiel. Zu Hause gegen Manu Spiel.